Also, tut mir leid, dass das jetzt alles hier gerade ein bisschen seltsam ist. Also, jetzt da die fertig geredet haben, können wir gleich mal sprechen. Und zwar, was hier abgeht. Und zwar, aber dürfte ich jetzt mal. Letzte Folge ist ja so geendet. Ich weiß nicht mal, ob der Sound richtig an war, weil er nicht funktioniert hat. Danke dafür, Sound. Weiß nicht, was abging. Mal gucken, ob es diesmal besser ist und diesmal nicht wieder passiert. Der Scheiß. Und jetzt gibt's erstmal aufs Maul. Ich liebe es, wenn es aufs Maul gibt. Wir sehen so awesome aus. Zu fucking awesome. Ah, der hat den Standard-Shit. Yeah, Prügelfight. You wanna fight, bitches? Ich renne eiskalt durch, Junge. Geht sterben, Leute. Ich pump euch voll mit Säure. Das looks good, man. Yeah, looks good, man. Ja, boah. Good day, sir. Alter, da tankt der Schaden mit dem Ding. Ich bin eine andere Waffe gewöhnt. Kacke. Lief nicht so, wie ich das wollte. Wie auch immer, Munition meine. In den Schrein. Nur kurz gucken, ob die Aufnahme noch aufnimmt. Den Sound auch. Bitte danke, Aufnahme. Danke. Danke, danke. Gut, also Sound wird aufgezeichnet. Das Stuff. Nom. Wir müssen ein bisschen durchchargen. Steuerung ist ausgefallen. Was geht hier vor? Das sehe ich. Du steckst in einer Art Feld, um deinen Anzug zu beeinflussen. Ich glaube, ich sehe das Problem. Da ist ein Dominion-Schildgenerator, der Flugfähigkeiten unterdrückt. Das würde den Hinterhalt auf die Regulatoren erklären. Kannst du es deaktivieren? Mir ist noch keins untergekommen. Es würde Zeit brauchen. Wäre das Beste, weiter fortzutreten. Vorsicht! Wir haben einen.
Flugkontrolle funktioniert wieder. Ich gehe weiter. Dass das Dominion hier ist, kann kein Zufall sein. Diese Schmuggler verstecken Relikte. Ich weiß. Wie fliegt er bitte? Ich schon, aber sowas von. Denn wenn ein Gestalterrelikt in die falschen Hände gerät, na dann wird der Tag jedenfalls nicht langweilig. Jetzt geht's ab. Alter. Alter, wie riesig der ist. Ich finde, Schmerzen sind kein Ersatz für Geld. Wir sollten verhandeln. Das Relikt ist nicht zu verkaufen. Siehst du, Fortschritte, du hast es. Jetzt nenn deinen Preis und wir nehmen alle etwas mit auf den Weg. Relikte sind gefährlich. Nur wenn man leichtsinnig ist, sehe ich leichtsinnig aus. Monitor, wir haben das Relikt. Jetzt stört er sie. Dein Pech. Die Verhandlung ist beendet. Autsch. Mistkerl. Also das ist jetzt ungut. Ein Freelancer. Wie nutzlos. Ich habe schon gegen euch gekämpft und alle unter die Erde gebracht. Du gesellst dich dazu. Der Monitor. Cool, wir dürfen vermutlich seine... Jetzt werden kleine Schergen geschnetzelt. Guten Morgen. So, gut gemacht. Das ist mal was Neues, dass normale Soldaten auf uns schießen. Und jetzt gar kennt man das ja, aber sowas hier? Kugeln helfen gegen Beine. Ich sag ja nicht, dass es nicht aufregend ist. Sei nur vorsichtig. Ah, oh, wollte ich in der Luft wegtöten. Na dann. Gesichert. Du hast es geschafft. Wie steht's um Tessens Agentin? Geht sie noch? Die ist tot. Sie hat's nicht geschafft. Aber hier ist ein Archiv. Ich sehe es. Scheint vom Kampf beschädigt zu sein. Vielleicht kann Tessin uns damit helfen. Das soll nicht umsonst gewesen sein. Was ist mit dem, den Sie Monitor genannt haben? Er hat das verlegt. Dann hole ich es zurück. Ich mach den Stein jetzt kaputt. Kann ich das kaputt machen? Ja, das sieht immer krass aus. Komm, komm, komm. Alter, wenn das geht. Das war typische Dominion-Taktik. Totale Verwüstung und keine Zeugen. Was machen Sie so weit im Süden? Keine Ahnung, aber es ist... Na, geht nicht. Das wird kein gutes Ende nehmen. Mein Javelin ist schon wieder flugunfähig. Das ist dieser Schildgenerator. Alter, wenn ich mich anstelle wie so ein Stück Scheiße. Wir lebten hier alles. Wer noch auf die Fresse kriegen will. Das gibt Kopfschmerzen. Alter, wie sich die Kills grabbt. Grab damn Kill, boah. Sie ist aus. Du kannst wieder fliegen. Da kommt noch mehr von Dominion auf dich zu. Sie laufen ziemlich ernst aus. Sei vorsichtig.
Jetzt gibt's aufs Maul, Junge. Guten Tag. Ganze Welle selber geklärt. Uff, so wird's gemacht. Ich kann den Monitor immer noch einholen. Mach lieber schnell, er hat einen Vorsprung. Shield chargen. Jetzt mit Schild fliegen. Ich mag Schild. Damit fliegt es sich so sicher. So, aus der Höhle raus. Gleich eins aufs Mull. Gleich eins aufs Maul. Und der Sound wird auch noch aufgenommen. Zu schön. Zu schön, um wahr zu sein. Die Flur haben was denn? Ist knusprig. So. Da. Let's get back to it. Na also, da kann nicht weit sein. Das Dominion muss was Großes planen, wenn jemand wie der Monitor in unserer Gegend ist. Wir müssen nur dafür sorgen. Warum ist der so unsterblich, Alter? Was ist das für ein Typ? Hier im Einsatz sein. Bösewicht an die Tür zeigen. Ist nicht so einfach, wie es aussieht. Okay, Bösewicht dann mit Hilfe einer dicken Knarre die Tür zeigen. Ist schon einfacher. Immer noch durch, komm. Checkpoint. Get through there. Okay, du näherst dich ihm. Direkt vor dir. Ich sehe jede Menge Dominion. Wo ist der Monitor? Ich suche. Alter, ich renne aber durch. Das Dominion gönnt sich. Sieht es so aus, als würde das Dominion eine Weile bleiben wollen. Ich weiß nicht, was sie vorhaben, aber es passiert nicht in unserem Revier. Vielleicht kann man mit ihnen reden? Sieht das für dich aus, als würden sie auf eine Tasse Tee vorbeischauen? Shotgun für das böse Tierchen. Ich sehe nicht. Ich habe kein gutes Gefühl. Ich glaube, es war vielleicht eine Falle. Sie haben uns hergelockt. Verdammt, Zeit für die dicke Knarre. Doch Vorsicht, noch einer von den Lieutenants des Monitors. Gute Nacht. Jetzt kommt aller Säurewerfer raus. Zugesäuret. Let's get the fuck out of here. Ich weiß es nicht. Er ist offenkundig stärker als du. Es ist wichtig, seinen Kontrahenten einzuschätzen. Ist nicht so nett. Halte ich für unterlegen. Ach ja? Frag doch mal deine Lieutenants, was die dazu sagen. Ach, geht ja nicht, weil ich sie erledigt habe. Freelancer prahlen mit Mut, den sie nie haben. Deswegen sind sie ausgestorben. Ich bin quicklebendig, du verdammter Sohn einer. Hallo. Er ist weg. Spar dir den Atem. Kehr besser zum Fort zurück. Ich sag Tessin, dass wir Redebedarf haben. Erstmal noch mit der Ult schießen. Uiuiui. Da ging es ja schon ganz schön ab, ne? Das lief nicht ganz so, wie es laufen sollte. Erstmal alle gleiche Pose, Alter. Mein Koloss im Vergleich zu dem anderen. Autsch.
Was, weniger EP als alle? Das macht mich traurig. Sehr traurig. Yeah, mit dem Allianzbonus. Freigeschaltet. Pilotenlevel erhöht. Yes. So, und dann let's go. Eine Flak. Ist es statt dem Giftspucker? Kann ich beides nicht gebrauchen. Aber das Flak-Ding. Dem Lord Screen Boy. Then let's do this. Alter, der ist gerade echt abfucken, der Screen. Der dauert gefühlt Tage. Bitte? Jetzt? Danke. Willkommen an der Startrampe. Cool. Was gibt bei euch denn so? Kettwiesel. So sick for life. Amboy Beast. Und Pooslime. Lol. Und er steht da wie so ein Boss. Ah. Kann man mit jedem interagieren? Ja, kann man. Er steht da nur so still. Bin der biggste Booty in dem Hütte. Bin ich sowas wie der? Yeah. Was hat der für Waffen? Ein Einhandmörser. Und was auch immer das ist. Wie auch immer ich gehe. Bye, Leute. Genießt eure Zeit. Die Scar sehen immer noch sehr weird aus. Der mit seinem weirden Kopf-Ding. Der Status ist eingefroren, kann Feuereffekte löschen. Meint er mit Schmelzen auftauen? Ah, Effekte schmelzen. Okay, er schmilzt den Effekt. Jetzt wissen wir es alle. Das ist Tatsache. Wenn die Effekte dahin schmelzen. Warte mal, ich stand doch immer in der Ecke hier. Jetzt nicht mehr. Das ist also die Startraum.
Läufer. Cortex hinzu, Läufer. Gucke ich mir vielleicht alles irgendwann mal an. Wo ist denn sie? Tyson. Oder Thyssen. Ne, Tassen. Alles mal ausprobiert. Ich habe gerade keinen Sound. Owen hat mir berichtet, was passiert. Ah, jetzt. Wir haben ein Problem da draußen. Ein Dominion-lastiges Problem. Seine Leute haben ihn den Monitor genannt. Wir konnten ihn nicht aufhalten. Und er war dort, um ein Gestalter-Relikt zu suchen? Hat alles auseinandergenommen. Ihre Agentin wollte nicht nachgeben. Bis zum bitteren Ende hat sie... Also... Ich weiß. Es tut mir leid. Sie hat dieses Archiv hinterlassen. Ich lasse jeden Stein von meinen Leuten umdrehen. Das Dominion ist tatsächlich zurückgekehrt. Let's kick ass. Ich dachte, Spione werden mit allem Spielen fertig. Wir haben auch Achtung vor unseren Feinden. Leben unter der Herrschaft des Dominion ist eigentlich kein Leben. Und wenn sie Fort Tassis ins Visier genommen haben... Na schön. Das Fort ist zwar nicht mein Lebenstraum, aber es ist mein Zuhause. Und ich komme prima ohne Diktatoren aus. Was können wir tun? Für den Moment bewahren Sie Geduld. Ich will nichts überstürzen, bevor ich nicht mehr Informationen habe. In der Zwischenzeit möchte ich Ihnen gerne jemanden vorstellen. Sentinel Bryn. Sie ist scharfsinnig, vertrauenswürdig und könnte etwas Hilfe gebrauchen. Wieso gehen Sie ihr nicht zur Hand, während ich Infos zum Dominion einhole? Ich melde mich. Okay. Sentinel Rissa Bryn, Vorkommandantur. Sentinel, was können wir für Sie tun? Nun, wir sollten uns vielleicht woanders unterhalten. Kommen Sie und suchen Sie mich an meinem Schreibtisch auf. Und neben meinen Pflanzen. Pflanzen? Genau. Also, gut. Wir sehen uns. Okay, ja. So's. Die Javelin-Spartrampe. Wie geht's? Hier ist Matthias Sumner. Übrigens, ich habe endlich das Chaos in meinem Labor aufgeräumt und kann jetzt weiterarbeiten. Ich bin da, wenn du reden willst. Alles zu seiner Zeit. Du bist... Bist du Jero? Ja. Du hast bei meiner Geschichte über Freimark gut zugehört. Hm? So habe ich sie noch nie gehört. Ich war schon lange im Ruhestand. Es war nicht meine Schlacht. Aber gute Freunde haben mir davon erzählt. Ich war lange Jahre Freelancer. Weißt du, was Freelancer tun? Wir kümmern uns um die Dinge hinter der Mauer, um Probleme. Wir helfen Menschen. Stimmt, aber nicht nur das. Wir entdecken. Wir bekämpfen das Chaos. Wir retten Leben, verstehst du? Ja, ich verstehe. Die Leute zählten auf uns. Und in dieser Welt bedeutet das viel. Aber das ist gut. Alles ist verloren. Die Menschen vertrauen uns nicht mehr. Es sind schwere Zeiten. Doch genug Gejammer. Ich habe einen Auftrag für dich. Du musst ein paar Arkanisten beschützen, die seismische Tests durchführen, okay? Seismische Tests? Ja, um herauszufinden, ob Fort Tarsis ein gutes Fundament hat. Wir wollen nicht, dass es wie letztes Mal in ein Loch fällt. Was? Aber diese Tests lokalisieren. Die Sorte mit Zähnen, verstehst du? Du beschützt eine Seite des Forts und Freelancer Wright kümmert sich um die andere, verstanden? Das tue ich. Gut. Jetzt gehen wir ein bisschen. Noch kein Frühstück gehabt. Okay. Deftig. Dann gehen wir gleich mal Arkanisten beschützen. Falsch. Wir gehen da lang. Sodale. Voll in sie reingelatscht. Ja, danke dafür. Bester Song. Kann noch ein bisschen mehr hinzukommen hier. Alter. Das sieht voll so aus wie ein Freimark. Dieser Turm. Turmdinge siehst. So, der Freelancer. Alter. Der Javelin. Achso, deswegen sieht man so mit diesen grünen Augen.
Ich finde es irgendwie mega seltsam, wenn die da immer so reinsteigen. Es sieht immer so aus, als würden sie da überhaupt nicht reinpassen und voll reinquetschen. So. Und irgendwie drinnen. Hautenger Anzug. Wenn es sich da juckt, hast du Pech. Festungen haben wir noch nicht. Schnell. Können wir auch mal machen. Freies Spiel mache ich vielleicht mal, wenn ich nicht aufnehmen will, mache ich einfach irgendwo einen Schnelleinstieg. Aber das alles ist in der nächsten Folge, meine Leute. Denn ich habe jetzt noch was zu tun. Und das war's auch mit dieser Folge von Anthem. Nach dem Stream gestern. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.